Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde R-Faktor mit Jan zusammen heute. Schönen guten Tag. Moin Moin. Ja, wir haben ja jetzt schon so schöne Duelle gehabt, da haben wir uns gedacht, Mensch, wir gehen mal auf die Nordschleife. Und das machen wir heute mal mit dem Flat Six Cup von Enduracers. Einfach bloß mal so just for fun. Jan, komm doch mal aus der Box, dann können wir dich auch mal sehen. Ich stehe schon am Ausgang. Ach, da ist er. Ja. Mit Sean Edwards Auto. Rest in Peace. Ja, pünktlich jetzt zum VLN-Start, da ja morgen stattfindet, beziehungsweise wahrscheinlich heute, weil ich brauche ja noch ein bisschen, bis das Video geschnitten und hochgeladen ist. Ja, pünktlich zum VLN-Start dachten wir fahren mal eine Runde die VLN-Version der Nordschleife mit den Porsches, weil die einfach mal den geilsten Sound haben. Gestern Abend sind wir schon ein bisschen Just for Fun mit der DGTN-Mod gefahren. Und jetzt hier die totale Umstellung auf Flat Six Cup. Bis auf vorhin in ein paar Runden bin ich die Mod hier noch gar nicht gefahren. Jan aber wohl auch schon länger nicht mehr. Ich bin sie gefahren, als sie rauskam und seitdem auch nicht mehr. Ist ein bisschen schwerer als die DGTN. Gehen wir auf gezeitet oder klar auf der Nordschleife? Gut, machen wir am Anfang eine gezeitete. Dafür, dass wir auf der Nordschleife wahrscheinlich sowieso bloß durch den ersten Sektor kommen. Ja. Auf der Stadtzielgeraden leckst du immer übelst. Keine Ahnung. Da habe ich dich gar nicht mehr gesehen. Na? Spät. Ja, VLN-Saison geht los, jetzt halt morgen am Samstag. Wir sind 12 Uhr. Was sind denn so deine Favoriten? Ja, also man muss natürlich sagen, dass Audi und auch Mercedes schon so die stärksten und durchhaltevermögendsten GT3er haben. Also denke ich mal, dass die wohl ziemlich viele Rennen zwischen sich entscheiden werden. Aber auch Mannheim mit dem Porsche wieder stark dabei, mit 6 Autos, 2 davon in der Top-Klasse. Ja, von denen kann man natürlich auch mal einige Siege erwarten. Ja gut, und Mannheim hat natürlich einiges mehr an Erfahrung. Ja. Solange sie sich mit ihrem Porsche nicht ständig schon am Anfang der Nordschleife rumdrehen. Meine Hoffnung ist ja, dass Marco DS auch stark vorne dabei ist. Aber noch mal schauen. Ja, Marco DS ist auch so einer meiner Lieblingsteams irgendwie, auch in der Moto 2 zum Beispiel. Man hat ja schon gemunkelt, dass sie ein Moto GP-Team machen. Der Marc van der Straten heißt er, glaube ich. Mhm. Ja. Nö, denke ich auch, die haben gute Karten. Würde mich da auch freuen, aber halt meine Hoffnung liegt bis auf McLaren. Ich mag ja den McLaren absolut. Und da ist ja dieses Jahr einer von Dürr Motorsport wieder dabei. Hi.
Hi. Fahr mal vorbei, bitte. Oder so. Ja, man kann ja auch erwähnen, dass Mark VDS sich einen Fahrer dazu geben konnte. Oder mehrere sogar. Einmal Lucas Lua, der halt von Mantai zu Mark VDS gewechselt ist. Und auch Zach Adolf. Fährt jetzt statt Schubert auch Mark VDS. Ich hatte erst ein bisschen Angst, als Mark VDS ihr Line-Up bekannt gegeben hat, dass Schubert nicht mehr dabei ist. Weil er doch ein paar Schubert-Fahrer übergegangen sind. Aber nee, die gibt's immer noch. Ja, da fährt, soweit ich weiß, glaube ich auch Martin Tomczyk mit bei Schubert, kann das sein? Das kann sehr gut sein, ja. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Aber das können wir mir vorstellen. In der VLN weiß ich es gar nicht, ob da auch hier der Claudia Hürtgen mitfährt. Ja doch. Doch. Die ist auch wie immer dabei bei Schubert. Der. Okay. Der Hürtgen hat nämlich die dicksten Eier im ganzen Fahrerfeld. Ja. Man könnte manchmal meinen, die ist irgendwie verwandt mit Crutchlow. Ja, der Motorsport jetzt mit einem werksseitigen, werksunterstützten McLaren, oder beziehungsweise der ist jetzt das Werksteam von McLaren. Und Kevin Estre ist da einer der Werksfahrer. Und der Motorsport bringt auch noch zwei Toyota GT86 auf die Straße. Und ja, rechnen sich da schon viel aus. Mich würde es auch freuen. In der ADAC GT Masters ist ja auch wieder ein McLaren dabei. Ich weiß allerdings nicht, ob der von Dürr ist oder nicht. Oder ob das ein privat eingesetzter ist. Keine Ahnung. Das wird man dann alles im Laufe der Saison sehen. Was mich natürlich auch freuen würde, wenn Fricadelli vorne ein bisschen rumfährt. Mit dem Porsche. Fährt er die Sabine noch mit? Ja. Sabine, Klaus Hartmann. Die ist eigentlich auch sympathisch. Ja. Und noch ein dritter Fahrer, der, wo mir jetzt der Name entfallen ist. Man kann vielleicht auch erwähnen, dass BMW jetzt eine Spec-Klasse an den Start bringt mit dem BMW M235i. Ich glaube, die haben schon 15 Teilnehmer. Was mit dem M2? Ja, ist halt so wie die G86 Spec-Class oder Opel Astra. Ist halt eine eigene Klasse, und alle mit dem gleichen Auto fahren. Sieht ziemlich cool aus. Schöne Drive-and-Talk-Runde. Ja, ich kann nur alleine so gut drehen und fahren. Gleichzeitig. Du merkst vielleicht in der DGTM bei mir, jedes Mal, wenn ich sappel, mache ich Fehler. Und so auch in Brands Hatch geschehen, als ich meinen kompletten zweiten Stint verkackt habe. Ohne die zwei großen Patzer im zweiten Stint hätte ich wahrscheinlich ums Podium mitfahren können. Aber hätte Fahrradkette. Immerhin mein Ergebnis von Fuji nochmal verbessert. Und jetzt sind wir ja nebenbei schon ganz fleißig im Training für Mouseboard. Und ich weiß nicht, ob es schon mal erwähnt wurde,
Aber am Sonntag gibt es neue Ankündigungen bezüglich eines weiteren 24-Stunden-Rennens von Simracing Deutschland e.V. Ja, und ohne irgendwas zu wissen von Strecke, Ablauf und Co. haben wir natürlich schon unsere Teams nahezu fertig. Also wir wissen, welche Mod gefahren wird und dementsprechend auch, welche Autos enthalten sind, und haben da eigentlich unsere Teams schon fast fertig. Wir werden, so wie es momentan aussieht, zwei Steppo Simracing Team Teams auf die Strecke schicken und einen Fahrer von uns noch an das Team M-Bob verleihen, von Danny Börner und Mike Schopfstein, die ja auch schon in Spa mit dabei waren, und ja, streben dann eine Kooperation mit M-Bob an. So, siehst du, sowas passiert, wenn man nicht aufpasst. Oh, schade. Es ist mal Rad auch noch ab. Oh. Hm, Jan, wer macht denn sowas? Oh, die Runde müssen wir zu Ende bringen. Kämpfen, siegen oder untergehen. Oh Gott. Gut, ich glaube, ich gehe unter. Ich hänge jetzt hier draußen auf dem Körb fest. Oh ne. Ich habe einen Kampfgeist hier. Ich glaube, das wird ja nicht mehr. Mit meinem Dreirad komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr weg. Da drängst du genau auf den Curve fest. Weiter hinter dir deinen Luft. Ne, das wird nicht mehr. Na gut, muss ich Escape drücken. Ja, hier sieht man schön, wie das Rad in der Luft hängt. Da kann ich natürlich nichts mehr ausrichten, außer Gummi auf den Körb abzuschaben. So, kommst du wieder auf die Strecke? Jo. Fahr du mal ein bisschen vor, du hast übrigens eine Delle vorne rechts drinne. Hm. Oh, tatsächlich. Mein Auto ist aber auch noch ganz schön zerbeult. Wahrscheinlich muss, und ich bin vom Server geflogen. Wie immer. Der ist. Na gut. Ich komme ganz schnell. Ich mache hier eine ganz kurze Aufnahmepause. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Ja. So. Ach so, jetzt muss ich ja wieder Escape drücken, weil du bist ja ein Temp-Car. So. So sieht das schon gut aus. Fahr du mal vor, dass man dich mal ein bisschen im Bild hat. Hier ist natürlich das G27 wieder geil mit der sequentiellen Schaltung. Also mit der Knüppelschaltung. Ich wollte ja nochmal so einen Adapter kaufen und so ein Schiff dann noch von G25, wie ich hier schön sequentiell schalten kann. Dann habe ich gesehen, dass Casey Stoner, wo sich für die V8 Supercars vorbereitet hat, ist auch mit dem G27 R-Faktor gefahren und hat einfach Haushaltsgummis um den Shifter drumherum gewickelt, sodass der Schalthebel immer wieder in der Mitte schnappt. Die Idee ist natürlich auch nicht schlecht, nur habe ich noch nicht ausreichend Haushaltsgummis. Aber die Idee an sich ist nicht verkehrt. Nee. Weil hier so Porsche Cup, das wäre schon geil, so zum, um mit dem Shifter zu schalten. Hast du jetzt eigentlich eine Zeit, oder? Ich hab eine... müsste irgendeine Zeit haben. 9 Minuten, irgendwas war das. Wie du gerade rumleckst, das ist der Wahnsinn. Ja, du bei mir aber auch. Das ist aber immer bloß in der letzten Kurve.
Ich getraue mir das Thema eigentlich gar nicht anzusprechen, aber wollen wir mal über die Formel 1 reden? Ja, da habe ich nicht viel Ahnung von, aber ich kann es gerne reden. Na gut, du hast ja bestimmt die Autos schon mal gehört. Ja. Und jetzt sitzen wir ja in so schönen Autos hier, mit so einem schönen Motorensound. Dagegen ist die Formel 1 ja richtig ekelhaft. Was sagst du denn zum Formel 1 Sound 2014? Also eigentlich sind es ja die ähnlichen Motoren wie IndyCar, nur die IndyCar schafft es tausendmal besser, besseren Sound zu haben. Ich weiß nicht warum, wieso, aber da sollten wir was dann ändern. Weil was hat denn IndyCar für Motoren? Ich weiß nicht genau, aber ich bin nicht so ganz technisch versiert, was sowas angeht. Aber was ich von anderen gehört habe, ist wohl ein sehr ähnlicher Motor, also die haben auch Turbo. Ich habe auch einen V6, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich will jetzt hier keinen Scheiß erzählen. Aber das hört sich aber besser an. Viele sagen ja, ohne dieses Gekreische, wie es halt früher war, ist die Formel 1 keine Formel 1. Ups, ich habe das Auto verloren. Auf der Kuppe. Aber wie? In deinem Windschatten? Ach, schade. Aber das gucke ich mir definitiv nochmal hier mit euch zusammen jetzt in der Wiederholung an. Wenn dir Facebook schon wieder ploppt wie Sau. Ah, schön auf der Kuppe. Ganz kurz quer gekommen hier. Hier sieht man es kurz vorm Absprung nochmal eine kurze Lenkbewegung drinnen gehabt. Und dann schräg aufgekommen und das Auto komplett verloren beim Wiederaufkommen. Na gut, wir haben ja schon jetzt so viel gesappelt, wir haben fast eine komplette Runde auf der Nordschleife gesehen. Für ein bisschen Quatschen und ein bisschen Fahren war das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, wir sind hier erstmal durch. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich nach 13 Runden immer noch keine Zeit habe. Das lief gestern eindeutig besser mit der DGTM und Audi ist auch deutlich leichter zu fahren. Ja. Gut, ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Jan, ich bedanke mich bei dir fürs Mitfahren und fürs Mitreden. Ja, gerne, gerne. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.